Poppets machen so Spaß. Und weißt du, dass man mit denen auch Schmuck machen kann? Nutze einen 3D-Stift, um eine Blase zu füllen. Genau so. Und dann platziere den Ohrstecker drauf. Mit dem 3D-Stift bedeckst du gleich den Stecker. Dann warte, bis alles trocken ist. Hol ihn aus dem Poppet und bewundere deinen neuen Ohrring. Oder noch besser, trage sie. Sieht ziemlich gut aus, hä? Huh? Oh, was ist letzte Nacht passiert? Ich glaube, wir haben zu viel gefeiert. Ich kann es kaum glauben, dass ich heiraten werde. Wow! Ich freue mich so sehr für dich. Prost! Woohoo! Das mache ich nicht nochmal. Ich mache mich lieber mal frisch. Was für eine Unordnung. Toll, dann muss ich auch noch aufräumen. Wow, was ist mit meinem Make-up passiert? Warte, ich erinnere mich da an was. Ich glaube, wir waren im Club. Juhu, Applaus für Mia, lass uns feiern. Oh yeah, Ladies. Wer singt als nächstes? Huh? Ups, sorry, lass uns abhauen. Wow, das war voll peinlich. Und sie steht in meinem Badezimmer. Was ist mit der Toilette passiert? Voll seltsam. Bitte lass das das Schlimmste sein, was passiert ist. Warte. Das ist die beste Nacht aller Zeiten. Wir sollten das jedes Wochenende machen. Das mache ich definitiv nicht jedes Wochenende. Jeder einzelne Teil meines Körpers tut weh. Hä? Wo kommt das denn her? Lass uns spielen. Ich will ein Puppet gewinnen. Mach weiter. Juhu, wir haben es geschafft. Das war nicht so schlecht. Oh nein, mein Ring. Oh je. Wo bin ich? Ich sollte heute eigentlich heiraten. Ich brauche einen Ring. Ich muss mir was einfallen lassen. Es wird Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Zuerst brauche ich eine Muffinform. Und da gieße ich klaren Epoxidharz rein. Jetzt mache ich noch ein paar rote Tropfen hinein und verrühre alles. Mit dem Pinsel kreiere ich einen Wirbel. Bevor es fest wird, drücke ich einen Ring hinein. Ich glaube, es ist fertig. Yes, perfektes Timing. Lass uns heiraten. Ich liebe Schokolade. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Oh, Schatz, vergiss deinen Ring nicht. Er passt perfekt. Oh, so romantisch. Wir sind verheiratet. Und nun darf ich die Braut küssen. Ein weiterer Tag, ein weiterer Dollar. Kleiner Bankgag am Rande. Hallo? Hi, ich wollte mit dir über... wer sind Sie? Dein Ernst? Ich bin's. Muss das wirklich sein? Oh, Mia! Hi, schön, dich zu sehen. Na, endlich. Jedes Mal das Gleiche. Ich will meine Sachen haben. Deine Füße sind auf meinem Schreibtisch. Weniger quatschen, lieber mein Geld holen, okay? Na klar! Und schnell bitte. Wie komme ich nochmal in den Tresorraum? Ah, ich weiß wieder. Die macht mich so nervös. Aber sie ist unsere beste Kundin. Ah, ich bin da. Welcher Schlüssel war es nochmal? Es sind so viele. Ich glaube, das ist der richtige. Hey, tut mir leid, dich aufzuwecken. Ja, Sterbliche. Ich brauche das Geld. Bitte? Nimm es und verschwinde aus meinem Reich. Danke, dann lasse ich dich mal weiterschlafen. Der Typ ist so gruselig. Was dauert das denn so lange? Bin wieder da. Bitte sehr. Soll das ein Witz sein? Oh, okay, bin gleich wieder da. Kaum zu glauben, dass das falsch war. Die ist echt so gemein. Aber diesmal hole ich das Richtige. Ah! Okay, ich schaff das. Schön langsam. Hat's. Ich brauche einen neuen Job. Das hier ist alles zu stressig. Hier ist die Kassette. Und? Sie wollten die Kassette nicht. Das wusste ich. Hoffentlich erwische ich jetzt das Richtige. Ein Koffer? Den will sie haben? Der lebt. Was ist denn da drin? Geh einfach wieder in deinen Tresorraum. Keine Sorge, ich krieg das hin. Ich brauche nur den richtigen Schlüssel. Der muss hier irgendwo sein. Dauert nicht lange. Muss ich denn alles selbst machen? Es ist der hier. Ah, das wusste ich. Darf ich? Nein, warum nicht? Vorher muss ich noch was erledigen. Lass mich nachdenken. Oh, Klammern. Perfekt. Mehr brauche ich nicht. Aber damit werde ich es dir einfacher machen. Ich verteile die Klammern zu einem Muster und klebe sie zusammen. Dann setze ich noch etwas Funkel drauf. Das muss jetzt nur noch an den Schlüssel. Sieht gut aus. Und den wirst du nie wieder verlieren. Hier, bitteschön. Wow, das ist super. Ich hole deine Sachen. Tada!
War das denn so schwierig? Ich brauche mal wieder was Neues. Die hier kannst du in den Tresor stellen. Natürlich, ich habe ja den Schlüssel. Phew, das war anstrengend. Sie hätte die Schuhe wenigstens vorher putzen können. Wo sind denn alle? Es ist so still hier. Oh, hey Leute! Dein Ernst? Das wird nicht passieren. Also jedenfalls, Vielleicht haben sie mich nicht gesehen? Hä? Was ist das? Wow, es gibt eine Party? Und die ist heute! Das ist so cool! Soll ich da überhaupt hingehen? Ich wäre ganz alleine da. Ach, warum denke ich immer so viel nach? Was macht denn die Streberin da? Die ist voll der Loser. Hey, spielen wir ihren Streich. Ich werde nie beliebt sein. Hey Mandy, willst du mit auf die Party gehen? Mit dir? Wirklich? Also als Date? Oh mein Gott. Nee, krass, sie ist ohnmächtig geworden, klassisch. Was? Das war nur ein Witz? Das hätten wir filmen sollen. Als ob ich dich daten würde. Hört auf, über mich zu lachen. Komm, wir gehen. Warum sind die so gemein? Was habe ich denen denn getan? Die sind so schrecklich. Ich wollte doch nur Freunde finden. Moment mal. Die Träne bringt mich auf eine Idee. Und die ist perfekt für die Party. Das wird toll werden. Ich habe eine Schüssel voll Epoxidharz. Da kommt nun Farbe rein. Das ist ein schönes, kräftiges Blau. Und nun schön verrühren. Alles muss gut vermischt sein. Sieht gut aus. Und nun gieße ich das in die Form. Ich habe mich für den Tropfen entschieden. Ich fülle die Form bis oben voll. Nun warten wir, bis es hart ist. Und dann kommt er in meine Kette. Wow, das sieht super aus. Meine persönliche Tropfenkette. Komplett perfekt. Nun brauche ich noch was zum Anziehen. Wow, ich fühle mich fantastisch. So kann ich zur Party gehen. Meine allererste Party, so habe ich mir das immer vorgestellt. Party! Wow, guck mal da, Mandy. Oh mein Gott, er schaut hier rüber. Was mache ich jetzt? Voll schön, dass du da bist. Entschuldigung? Also das von vorhin, das war nur ein Streich. Willst du tanzen? Auf keinen Fall. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Die Party rockt voll ab. Oh yeah. Oh gut, ich bin pünktlich. Dachte schon, ich wäre zu spät. Oh hey. Diese Armbänder sind so cool. Hi Mandy, ich finde die Farbe unterstreicht meine Augen. Was machen die da? Armband-Buddies. Yeah, Armband-Buddies. Nein. Das tat weh. Du brauchst ein Armband, um Armband-Buddy zu sein. Oh, klar. Naja, ich gehe dann wohl lieber. Die halten sich für was ganz Besonderes, hä? Huh? Naja, da kann ich wohl nichts machen, denke ich mal. Ich bin mal lieber meine Schnürsenkel. Ich will ja nicht stolpern. Warte mal. Ich habe eine tolle Idee. Vielleicht kann ich doch noch Armband-Buddy werden. Ich mache eine Schlaufe mit meinem Schnürsenkel und binde einen Knoten. Genau so. Und dann ziehe ich das Ende durch die Schlaufe. Dann fange ich an zu flechten, so wie ich es bei meinen Haaren mache. Das sieht sehr gut aus. Jetzt noch die Enden zusammenknoten. Voll einfach. Probieren wir es an. Und ich habe für jeden eins. Ich hoffe, die gefallen Ihnen. Hey, ich bin's wieder. Und ich habe ein Armband. Wie findet ihr es? Wow, das ist voll cool. Ich denke mal, die brauchen wir nicht mehr. Bekommen wir auch so ein Armband? Auf die Frage habe ich gewartet. Bedient euch. Danke, Mandy. Woohoo! Ich krieg meinen nicht rüber, aber der sieht schick aus. Jetzt sind wir alle Armband-Buddies. Ja, ich liebe es, Seifenblasen zu machen. Wie? Nein, das ist kaputt. Das klappt nicht. Ich will nur alle Seifenblasen pusten und alles schön machen. Die Fee zu ihren Diensten. Ich kann keine Seifenblasen machen. Aha, das ist ein Problem, ganz klar. Ich werde etwas gegen dieses Problem unternehmen müssen. Ich habe meinen Zauberstab vergessen. Ich habe einen 3D-Stift, der noch besser ist. Okay, ich habe mein Muster hier. Jetzt kommt mein 3D-Stift. Ich beginne mit dieser grünen Farbe für den Griff des Zauberstabs. Das war's. Und jetzt kann ich mit dem Gelb für den Stern weitermachen. Nächster Punkt. Es ist rot für die Kreise. Jetzt wird es wieder einfacher. Und fertig.
Mein Zauberstab ist sofort einsatzbereit. Also gut, hier ist ein neuer Seifenblasenstab, den ich nur für dich gemacht habe. Das ist wunderschön. Sieh dir diese Blasen an. Diese Blasen sind so hübsch. Okay, ich bin dann mal weg, denke ich. Mach's gut. Also gut, seid ihr beide bereit zu heiraten? Mehr als bereit. Ich auch. Gut, also. Bitte nehmt euch an den Händen und haltet sie fest. Ja, einfach so. Sehr schön. Oh, aber wo sind die Ringe? Richtig, der Ring. Ich weiß, dass ich ihn hier irgendwo in meiner Tasche habe. Er ist in dieser Tasche hier. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen, Alex. Die Ringschachtel ist leider völlig leer. Hä? Der Ring? Wo ist er? Kein Ring bei unserer Hochzeit? Ich dachte, du liebst mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Ich weiß genau, wo er ist. Ich werde ihn holen. Das ist ein Albtraum. Was ist mit dem Ring passiert? Ich muss etwas finden und zwar schnell. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Nein, vielleicht ist hier noch etwas anderes drin. Hey, das ist meine Heißklebepistole. Das sollte klappen. Okay, ich habe eine Ringrohlinge, aber es fehlt ein Edelstein. Heißkleber ist die Rettung. Ich muss nur noch eine kleine goldene Kugel hier am Ende anbringen. Und jetzt Glitzer. Dieses Lila wird gut passen. Ich weiß, dass es ihre Lieblingsfarbe ist. Es ist so hell und glänzend. Also gut, ab in die Ringschachtel mit dir. Ich habe eine Hochzeit zu beenden. Oh, ich bin so froh, dass ich meine Klebepistole dabei hatte. Das war ganz schön knapp. Puh. Ich bin wieder da. Ich bin zurück für unsere Hochzeit. Ich habe es geschafft. Ich bin da. Okay, hier ist der fehlende Ring, wie versprochen. Mickey, willst du mich bitte mit diesem Ring heiraten? Ja, natürlich. Oh Gott, es ist lila, meine Lieblingsfarbe. Ich liebe Hochzeiten und das ist ein wirklich schöner Ring. Oh Mickey, ich bin so froh, dass dir der Ring gefällt. Und jetzt Mickey, wir brauchen einen Ring für Alex. Der Ring für Alex? Richtig, ich weiß, dass ich ihn hier irgendwo hab. Wir sind wirklich füreinander geschaffen. Ja, ich brauche nur einen Moment. Und schon ist sie weg. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Willst du Schere, Stein, Papier spielen? Ich habe meinen Marker und meinen 3D-Stift. Ich beginne die Kapsel einzudecken. Soweit, so gut. Nun nehme ich es vom Stift ab und male einen Bogen an meinem Entwurf hinzu. Der Bogen wird anschließend komplett aufgefüllt. Vor und zurück, vor und zurück. Okay, jetzt kommen diese Stücke ins Spiel. Ich befestige sie an den Seiten. Dann brauche ich Gelb. Ich male meinen Anfangsbuchstaben mit Gelb. Und setze den kleinen Hut auf meinen Kopf. Okay, jetzt kann es losgehen. Köpfe einziehen. Aua, what the heck, was soll das denn? Ah, oh mein Gott, das war aus Versehen. Den Hut setze ich besser wieder ab und beschuldige die Ente. Hm, heute ist aber auch gar nichts los. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Oh, yes, dabei helfe ich doch gerne. Bitte, setzen Sie sich. Vielen Dank. Wie ist das Wetter? Ist es immer noch heiß? Okay, welche Frisur haben Sie sich vorgestellt? Bitte nur die Spitzen schneiden und etwas mehr Volumen verleihen. Aber natürlich, da sind Sie hier genau bei dem Richtigen. Ich muss noch Ihren Sitz verstellen. Noch ein bisschen und noch etwas. Und nochmal. Okay, jetzt kann es losgehen. Ja, ist sehr hübsch. Es sieht wirklich sehr gepflegt aus. Da versteckt sich wohl ein Knoten. Was ist los? Wieso haben Sie plötzlich aufgehört? Kein Grund zur Sorge. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh mein Gott, der Kamm ist in zwei gebrochen. Wieso schauen Sie so schockiert? Ach, alles in Ordnung. Bin gleich wieder da. Was mache ich nur? Das war mein bester Kamm. Ich hab's. Aber natürlich, mein 3D-Stift wird mir behilflich sein. Ich brauche eine Kammvorlage, um die Linien nachzufahren. Den Kamm male ich mit meiner Lieblingsfarbe aus. Das läuft wie im Schnürchen. Okay, die erste Hälfte des Kamms ist geschafft. Nun fehlt noch der Griff, den ich mit hellgrün anmale. So eine schöne Farbe. Ich sollte sie öfters benutzen. Da ein neuer Kamm gemacht wird, soll dieser schöner sein als der alte Kamm. Wenn ich mit dem Grün fertig bin, sind die Blumen an der Reihe. Okay, fast fertig. Voila, ein neuer Kamm. Oh, sie ist eingeschlafen. Ich sollte mich besser beeilen und ihr Haar kämmen. Oh, sorry. Ich muss wohl für einen Moment eingenickt sein. Okay, dieses Mal werde ich das Level abschließen. Da ist sie, die letzte Schatzjagd. Ich schaff das. Hä? Was ist denn mit ihm los? Er ist so aufgeregt. Gleich bin ich mit dem Dungeon durch. Darf ich auch mal spielen? Hä? Vergiss es.
Ich will jetzt. Bitte. Ah, ich habe Nein gesagt. Ich will jetzt. Bitte, bitte, bitte. Nein heißt Nein. Wie du meinst. Kein Grund, so gemein zu sein. Na toll, meine Tasse ist wieder leer. Ich hab dich im Auge. Finger weg von dem Spiel. Ich hab dich im Auge. Finger weg von dem Spiel. So ein Fiesling. Okay, er ist weg. Das ist meine Chance. Er hätte nicht aufstehen dürfen. Er glaubt, er wäre gut in dem Spiel. Ich bin besser als er. Ja, ich hab einen Lauf. Er ist nicht ansatzweise so gut wie ich. Nimm das und das. Na, wie gefällt euch das? Oh, oh, oh nein. Das war seine Tasse. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, oh nein, die ist voll kaputt. Was mache ich jetzt? So wird er ganz genau wissen, dass ich am PC war. Moment mal, ich hab's. Okay, Tasse, du kommst mit mir. Mit Hilfe meines 3D-Stifts werde ich dieses Problem schnell lösen. Ich fahre die Bruchstelle der Tasse nach. Okay, okay. Bisher läuft das wie geschmiert. Ich muss mich beeilen. Jetzt muss ich das obere Stück und die beiden Enden miteinander verbinden. Das ist fast so wie nähen, nur cooler. Man muss viele Linien ziehen, um sie zu reparieren. Keine Sorge, der Feinschliff kommt etwas später. Im Moment konzentrieren wir uns auf die Grundlinien. Okay, ich hab's gleich und geschafft. Endlich repariert. Besser geht es nicht. Ah, oh nein, er kommt wieder zurück. Ich muss weg. Schnell wieder hinsetzen. Geschafft. Hast du etwas angestellt? Ich behalte dich im Auge. Irgendetwas ist anders als vorher. Ich weiß nur nicht, was es ist. Alles bei altem. So, dann fülle ich die Tasse wieder auf. Ich darf nicht dehydrieren, wenn ich gewinnen will. Ah, so spritzig. Hat er etwas bemerkt? Hey, was ist denn auf meiner Tasse? Lalalala. Naja, sie scheint nichts damit zu tun haben. Halb so wild. Zurück ins Spiel. Wir alle brauchen ein bisschen Bling-Bling im Leben und mit diesen tollen Hacks glänzt du wie ein Diamant. Was hat dir am besten gefallen? Schreib's in die Kommentare und teile das Video gerne mit deinen Freunden und klicke auf Abonnieren für weitere lustige Videos wie dieses.